So, Poislom. So. Jupp, ich bin noch nicht so weit. Ich kann es stand zu mir. Warte mal, hä? Ja, Junge, ich flieg ja gerade dahin. Ich bin schon da. Ich habe einfach nur Slashback gemacht. Hallo, T. Abzockt. Ja, weil ich mich mittendrin nicht mehr TP'd hab, konnte ich mit Slashback zurückgehen. Na gut. So, damit wir gleich das Problem nicht haben, ich lade einmal alle Chunks. Oh ja, das wäre gut. Dann kann ich auch viel, viel weiter sehen. Tatsächlich die Sichtweite auf dem Server ist auf 8 runter. Also die steht nur auf 8. Ja gut, aber besser als 2 Chunks zu weit zu sehen halt, weil es nicht klar ist. Ja gut. Game Mode Survival. Bloodstore, Arschbombe. Blub, was ist das? Swift? Speed brauche ich nicht. Aber das muss ich wieder reinmachen. Warte mal, entspann dich jetzt mal. Das ist ja für die komplett. Regeneration ist ausgestellt, darum geht um Essen. Ich nehme auch dann nur die Rüstung. So, von den Waffen. Bist du in der Kiste drin? Nein, noch nicht, warte. Also. Ich hab gerade rausgetappt. Ist es immer entweder so, ich fange jetzt links an, du kannst entweder die Maschinenpistole oder die Shotgun haben und dann halt die rechts oder links dazugehörige Munitionsmenge. Na gut, dann hole ich. Und dasselbe halt bei der Assault Waffe bzw. der Rifle. Das ist halt scheiße. Na gut. Und such dir eine Granate, ist mir aus, welche du nimmst, ich nehme dann die andere. Ja, die Stun Gun ist scheiße, ne? Weil die bounce dich nur weg. Dann nehme ich natürlich die da. Wie von den Zubehörsachen, wir haben alle einmal 9 Mal. Du kannst dir zu deinen 2 Waffen insgesamt 4 ausholen, also für jede Waffe im Optimum 2. Du kannst auch eine alles zu tun. Warte mal, also für jede Waffe 2 Sachen. Sagst du. Genau. Das. Speed, Recoil, ADS, Feuerrad, Minus. Das. Special Grip. Hier ist viermal der Special Grip drinne. Warum? Ups. Hab ich übersehen. Ist dann doppelt. Das, genau. Die dahin, das dahin. Oh Gott, wie mache ich denn das? Granaten da, Fressalien da. Passt. Wir haben jetzt dasselbe, das ist ja langweilig. Voll langweilig. Egal, ich verzichte auf was. Jetzt muss ich ein bisschen Abwechslung. Das kommt dahin, die brauche ich nicht, die brauche ich da. Wie ist das jetzt eigentlich? Hast du dir das überlegt? Lauf mal. Jeder läuft nur in eine Richtung, würde ich erstmal sagen. Und wenn einer angekommen ist, sagt er Bescheid. Und wenn beide fertig angekommen sind, da wo sie hinwollen, geht's los.
Oh je. Wo will ich denn hin? Stream hast du hoffentlich aus. Wurde gerade erwähnt? Nö, hab ich noch nicht aus. Oh weia. Jetzt ist der Vorteil versiegt. So, ich lauf einfach mal. Okay, du rennst in die Richtung. Aber du hast um 20 Herzen. Ja. Gut. So, meinetwegen kann es losgehen. Jo, bei mir auch. Was war los, Darko? Hab ich dich etwa getroffen? So ganz schön Headshot verpasst. Das ist jetzt ein Unterschied, macht das Leise gar nicht mal. Das Dumme ist halt, ich weiß jetzt, wo du hingerannt bist, ne? Ach, was ich noch sagen wollte, bei den lilanen Bäumen kann man auch nach oben. Ah, das muss ich alles erst entdecken, das weiß ich. Ich muss mit den nächsten Runden hoffentlich die Welt unbedingt besser kennenlernen. Ey, das war aber jetzt auch wieder ein reiner Zufall. Ich gucke so in die Richtung, wo du hingerannt bist, schwenk zur Seite. Oh, wer steht denn da? Wo bist du denn? Hier. Ja. Au. Okay. Boah. 8 Herzen nur noch? Holy shit. Wie viel hast du denn noch? Ich regeneriere. Stimmt, ich habe auch wieder voll. Oh, scheiße. Gut, ich esse nicht. Ja, mache ich auch nicht. Warte mal. Lege ich das mal rein, dass ich nur die Hotbar sehe. Okay, du bist irgendwo da hinten dann. Man hört bei dir was im Hintergrund. Das ist lauter, wird mute mich gleich. Ja, nur ich hör's, also. Ach, jetzt geh doch mal hier. Geht doch. Problem ist, ich muss immer entsneaken, wenn ich mich entmute bzw. mute. Ja, bringt doch, reicht doch. Du hast von Amtex ausgeschalten. Oder etwa doch nicht. Also ich sehe dich nicht mehr. Auf jeden Fall nicht mehr dort. Das war mir irgendwie klar. Will nur verhindern, dass du auch einmal hinter mir rauskommst. Ja, gut.
Wir hätten uns vielleicht die Spawn-Punkte setzen sollen. Müssen wir in der nächsten Runde mal machen. Der eine überlebt ja eh immer. Also, dass wir uns gegenseitig kennen davon. Das glaube ich jetzt mal nicht so. Boah, wer weiß. In dem Pack ist alles möglich mittlerweile. Aber wie bist du da hochgekommen? Gibt es da eine Leiter? Da habe ich so einen Strahl nach oben. Ah, okay. Bei zwei Sachen ist ein Strahl. Bei den Redwood-Bäumen ist ein Dings. Ist eine Leiter. Ja, und bei allem anderen kommt man so rein. Weil den Strahl sieht man ja vor allem. Wie viel Hunger hast du? Was? Wie viele Hungercoin hast du noch? Voll. Auch die goldene? Goldene Hungercoin habe ich gar keine. Ich habe aber das Grau hinterlegt, 6 Stück. Grau hinterlegt? Naja, wenn du mal hoch in den Himmel guckst, da hast du deine Standard-Hungercoin und dann sind einige grau hinterlegt. Die sind gold hinterlegt. Bei mir ist es grau. Na, rein theoretisch müsstest du jetzt mehr schon, weil du mich weil ich dich zweimal getroffen habe, du mich nur einmal, mehr von diesen grauen, bei mir sind sie ja golden, verloren haben als. So, vier Stück habe ich verloren. Boah, ich habe dreieinhalb verloren. Ja, du hast mich ja zweimal getroffen. Wie ist der öffnet sich? Willst du mich verarschen? Vor allem, das ist so übersichtlich und man sieht sich trotzdem nicht. Er hat sich gerade Kaspersky geimpft. Ja. Na, wo bist du? Ich höre dich doch. Ich habe voll den Nachteil, ne? Durch die Musik bei mir im Hintergrund höre ich deine Schritte sehr schlecht. Ja, okay. Okay, wo war er, der Hund? Ah, ich war da. Das kann nur auf der Seite gewesen sein.
Ist auf jeden Fall weit oben. Da campt der Sack und mutet sich dann auch noch. Endlich kann ich wieder reden. Kurz die Waypoints delay, ne? Die Nerven. Du alte Campersau. Warum? Ich hab mich bewegt. Gefühlte 5 Blöcke hin und 5 Blöcke zurück. Du alte Campersau. Aber das, dieses Gras ist so cool. Und wenn du sneakst, man sieht nichts. Nur wenn du sprintest, sieht man ein bisschen was von deinem Kopf. Und dann kann ich schauen, wo du bist. Aber da muss ich echt Glück haben. Ja, Campersau, sag ich ja. Vor allem, ich wäre dir beinahe in die Arme gelaufen. Ich wollte mir eine andere Position suchen, gehe um diesen Hügel rum. Und dann sehe ich da wieder diesen Kopf, so 2 Pixel über dem Gras weglaufen. Jetzt habe ich zu viel geredet, jetzt habe ich mich abgelenkt. Wo bist du? Ja. Hier immer noch. Also wer campt jetzt? Wenn du hier sagst, bist du wahrscheinlich scheiße. Wieder ganz woanders. Hast du mich eigentlich gesehen jetzt mittlerweile noch? Nö. Ob ich irgendwie nicht. Nur einmal habe ich dich gesehen, wo ich dich getroffen habe. Dann war da auf einen Schalldämpfer zu verzichten doch eine gute Entscheidung. Ey, man weiß auch nicht, woher die Schüsse kommen. Ja, beim allerersten Battle, was wir hatten, da hast du dich gleich nach dem zweiten Schuss in meine Richtung gedreht. Wow, woher auch immer. Und da hatte ich einen Schalldämpfer drauf. Oh, ich weiß trotzdem nicht, woher die Schüsse kommen.
Sonst hättest du ja von Anfang an auch bemerkt, wo ich bin. Das soll ja auch kein Fortnite sein, wo man die Hinweise bekommt. Fuck. Kann man durch ein Blatt eigentlich schießen? Ja. Echt jetzt? Ich hab dich die ganze Zeit im Fahnenkreuz und hab hin und her versucht, wie ich dich treffe, ohne das Blatt, ey. Man kann durch Leaves durchschießen. Es ist kein voller Block wie Glas. Aber das habe ich dir gestern schon gesagt. Ich habe dich ja gestern auch durch Leaves abgeschossen. Immer noch scheiße. Also scheiße, dass das geht. Ich würde zu lachen, wenn jetzt hier auf einmal anfangen, irgendwelche Tiere auf der Map zu spawnen, die wir abgesperrt haben. Und die machen uns das Leben nur noch richtig schwer dann. Jetzt wird es ja noch beschissener. Jetzt ist die Sicht ja noch eingeschränkter. Geil. Vor allem, ich habe eigentlich Weather Cycle ausgestellt. Doch, lass an, lass an. Nicht. Lass an, ist cool. Jetzt kannst du auch nicht mal so weit gucken mit dem Scope. Fetzt schon. Wie viele Hungercoin hast du eigentlich noch? Voll? Nein, graue, goldene. Oh die Gott. Verliert man ja zuerst. Ja, warte mal, da muss ich erstmal gucken, wie ich die sehe. 3. Na gut. 3 verloren oder 3 hast du noch? Ich hab noch 3. Ich hab noch 4 verloren, also 6. Da machen sich halt zum Glück die Schüsse bemerkbar. Und vor allem hast du mir Headshots gegeben oder normale Bodyshots? Ich glaube jeweils habe ich auf deinen Kopf gezielt, weil das einzige war, was ich gesehen hatte. Okay, dann macht das doch einen Unterschied. Auf was hast du mich? Kopf. Jetzt? Zweimal Kopf. Okay. Warum sneak ich eigentlich? Ich höre dich vor der Tür. Was? Was war das? Scheiße, ich glaube, das war ein Fehler. Ja. Ich habe eine Granate bei mir drin gespawnt. Oh, wow. Alter. Oh. GG. Ich habe echt gezittert, dass du da nicht mal bist. Dass du einfach wie so häufig weggegangen bist. Vor allem verlieren wir. Warte mal. Ich habe noch gar nie nachgeladen, sehe ich gerade. Ich habe noch nicht einmal nachgeladen in der Zeit. Hey, ja, du hast 2 Schüsse, glaube ich, abgeschossen oder auch getroffen. 3. Oder? Nee, ich hab ja auch mit der hier gerade noch geschossen auf dich. Hast du keinen mal getroffen? Holy shit, die Rüstung. Ho. Oh. Guck dir mal die Rüstung an. Deine müssen auch gut Damage gekriegt haben. Die Ledersachen zumindest. Meins ist zur Hälfte runter. Bei mir ist ein Fünftel bzw. ein Sechstel weg.
Aber du hast mich am Helm getroffen, weil der ist am meisten am Arsch. Helm und Schuhe haben sehr wenig Durability tatsächlich. So, na dann. Jeder wieder in eine Richtung. Ey, meine Hände. Ja, Munition brauchst du nicht. Nee, schau brauch ich mal, ich brauche auch keine mehr. Ich hab noch. Die Granate hat mich übrigens gut getroffen. Echt? Hat ich doch getroffen? Also, 4 Herzen hat sie mir abgezogen. Wow. Dafür, dass das eine Randgranate war. Ich habe noch 29 Sniper und 64 Piste. Bin soweit. Warte mal, wie umentscheiden? Ja, einfach von woanders hinlaufen. Ach so. Ernsthaft, danke! okay. Warte, sag ich. Nee, jetzt geh ich ja auch. Alter! Vor allem, ich wollte nicht mal dahin, ich sehe dich da nur rauslunzen. Oh Mann. Ey, das ist doch. Dafür, Scheiße, dass das so clean ist. Dafür, dass das so clean ist. Ja. Gut. Oh, haben wir Jahre gebraucht, um uns zu finden. Ich bin so alt. Na, ich noch nicht ganz. Alter. Gut. Vor allem mein. Ich hab. Pause. Ich muss mich bei Microsoft abmelden. Ich krieg die ganze Zeit, hab ich raus aus Minecraft. Ah, okay. Wegen dieser komischen Microsoft-Anmelde-Account. Mit dem Fehler? So. Ja, dass ich mich anmelden soll bei Family Feature oder so. Gut, wir können. Ja. Oh, falls du mich siehst, ich tu ganz kurz Death Point löschen. Die nerven nämlich. So. Ich sehe gar nichts. Ist er in den Turm gegangen? Ne. Ist er in den Holzturm gegangen? Ne. Hey, ich bin doch vor allem, ich bin doch vom Turm weggerannt. Kannst du auch einfach umdrehen wieder. Sieh ich so aus? Ja. Du machst manchmal ganz kuriose Dinge, die unberechenbar sind. Ja, wie eine Granate in meine eigene Base werfen. Wie viel hat die dir eigentlich abgezogen? Du hast mich erledigt, tatsächlich, mit deinen Schüssen. Ja klar, aber die hat ja auch ein bisschen Damage die ist, geholfen. Die ist gar nie explodiert. Ach so. Wir haben gerade halt wirklich Tiere auf der unserer Seite hier. Aber wenn hier gleich so ein Tier durchs hohe Gras läuft und ich denke, das bist du, wird das sofort weggemetzelt. Naja, vor allem, ich höre ja dann, wo du bist. Ja, das ist der andere Nachteil. Mann. Regen ist uncool. Och, fetzt schon. Yeah.
glaube, ich habe dich getroffen. Ja, ja, ja. Ich. Lol. Warte mal, mal ganz kurz nicht schießen, bitte. Nee, ich bin weg. Okay. Ich hab das von der falschen Seite gebaut. Alles klar. Gut, wir können weitermachen. Was hast du von der falschen Seite gebaut? Den Eingang in den Bunker hier unten, ne? Schönen Bunker. Ja, zwischen den ganzen leeren Bäumen ist ein Bunker. Oh, und da habe ich den Eingang voll. Ich wollte ihn eigentlich hinten reinbauen, das ist aber an der Seite, wo du sauschwer erstmal rankommst. Jedenfalls unter Beschuss. Ja, auch so, du musst erstmal gucken, bei welchen Bäumen du durch kannst, damit du da hinkommst. Aber gut, jetzt weiß ich ungefähr, wo du gesessen hast. Gut, gut. Gerade auffällt, ist, dass ich natürlich nicht meine Hungercoin regeneriert habe. Das bedeutet, du hast sowieso einen Vorteil. All but equal. Ich habe nur noch zwei graue. Also tatsächlich. Ich habe auch noch zwei graue. Ich hätte gedacht, die füllen wir auch wieder auf. Nee, du hast mir ja gerade 6 Herzen abgezogen. Mit einem Schuss? Ja. Okay. Hey, da hätte ich 6 Herzen, 3. Hätte ich ja maximal 4 Schüsse bei dir gebraucht. Joa. Es fängt wirklich an, dass hier langsam Tiere spawnen. Ich sehe das nächste Tier. Also ich sehe schon eine Kuh und ein Schaf, habe ich gesehen. Das ist totale Ablenkung pur dann. Jetzt ja mit der Faust killen. Ach, warum? Ich lass die. Im echten Krieg, da waren auch Tiere. Ja gut, aber die haben wir nicht für Pixel-Männchen gehalten. Ey, ich habe jetzt voll Angst, dass ich die ganze Zeit auf die falsche Stelle schaue, weil du schon gar nicht mehr da bist. Und du hast recht, da gibt's halt unterirdische Tunnel. Naja. Vielleicht renne ich aber andere Seite lang und snack dich gleich von hinten weg. Rennen tust du nicht. Warum? Aus dem einfachen Grund, wenn du springen würdest, würde ich deine Tastatur hören. Nö, wenn ich dauersprinte und springe, dann halte ich die Leertaste gedrückt. Echt? Wer macht denn das? Ich? Okay. Ich drücke nie die ganze Zeit. Wenn ich komplette Strecke sprinten und springen tue, so, halte ja, ich die gedrückt. Gut, dann ist das auch was anderes. Ja, ich passe ja das. Ja. Red weiter. In der Gaswand. Ich habe aber dann. Habe ich da irgendwann mal eingeballert? Ja. Muss ja echt gewesen sein. Aber dann weißt du, wo du bist. Danke für den Tipp. Danke für den Tipp, Darko. Herzlichen gern. Ist kein Deutscher, aber ich wollte immer. Ist egal. Vor allem, wie kannst du mit der Sniper so oft schießen? Die hat doch einen Cooldown. Ich will es jetzt nicht austesten, aber ich meine, das ist plopp, plopp, plopp vom Cooldown her. Der Heavy Sniper hat extrem Cooldown. Ach, wir haben ja nur die normale, stimmt. Mit der anderen hätte ich dir schon viel Finger abgezogen. Ha! Wo warst du? In den lilanen Bäumen oben. Tatsächlich. Nein, oben! Ja! Jetzt habe ich mir selber Herzen-Damage gemacht, weil ich vom Baum gesprungen bin. Toll. Oh. Du kannst TP ey. Darko zu Eik machen. Das ist ja viel aufwendiger. Na, warum einmal TP und dann einfach nur noch Leerzeichen? Tab. Aber ganz ehrlich, ich hab dich schon ganz kurz gesehen. Danach warst du wirklich durch die Blätter von dem Pixel bedeckt. Ich hab nur noch auf gut Glück geschossen. Das sieht man auch im Stream.
dass ich dich ja wirklich nur ganz kurz gesehen habe, ey. Einfach nur fies. Ah komm, steht 1-1. Die lebt da. Aber es war von mir vom Anfang her eine witzige Idee, dass ich am selben Punkt wieder war. So, ich mach mein Essen hier rein, ich brauch das nicht. Weiß drauf. Hab aktuell jetzt noch 8 grau hinterlegte Hungerkeulen. Passt schon. 8? Ja, ich bin da gerade vom Baum geplumpst. Ja, aber ich dachte, da hättest Dingsbums 2 gehabt. Weil aber die regenerieren sich gerade. Hä? Jetzt habe ich schon 9 hinterlegte. Okay. Ach, nein! Verschaff dir mal eine Hungerkeule. Weg. Ja, dann fängt es wieder bei 0 an. Nein, ja, das Graue, das ist ganz was anderes. Das zeigt dir den Balken von von rechts nach links an, wie lange es noch dauert, bis du eine Hungerkeule verlierst. War gerade voll, jetzt fängt es wieder neu an, ich habe keine verloren. Doof, jetzt verlierst du welche. Ich weiß ja auch, wovon du redest. Jetzt ist mein Helm gleich komplett im Arsch. Ja, da können wir gleich auch wieder gehen. Aber wenn du gleich 100 Gold verloren hast, dann machst du mal ein Essen. Und dann siehst du die goldenen Umrandungen, die ich meine. Wir haben die ganze Zeit von was anderem geredet. Okay. Ich verliere gar keine Hungerkeule tatsächlich. Ich regeneriere voll, ich sprinte, ich verliere gar nichts. Kann es sein, weil wir auf Peaceful spielen? Oh, scheiße. Ich habe ja die Mobs dadurch ausgeschalten. Ah, oh, stimmt. Also regenerieren wir trotzdem immer voll. Ist ja nicht so schlimm, wir haben es ja trotzdem schon hinbekommen zu sterben. Vor allem ich, der Fernkämpfer schlechthin, hab dich mit einer Nahkampfwaffe gekillt. Das ist kacke. Joa. Na gut, wir können mal reden. Okay. Du läufst in die Richtung oder nein, in die Richtung. Und wir begegnen uns jetzt wieder. Ich bin. Ja. Wieder am Campen, wenn du schon so stöhnst. Ich stöhne über dich. Sag ich ja am Campen. Ich hab die dritte zweite Stelle genommen. Das war auch reiner Zufall, dass ich dich gerade gesehen habe. Man sieht doch, woher die Schüsse kommen. Echt? Ja. Hörst du das? Hä, wie sieht man das denn? Ich hab die Schüsse in mein Gesicht kommen sehen. Echt? Ja. Oh, scheiße. Ja, ich war wieder hier in der Ecke, hier. Warte mal. Brauchst du einen neuen Helm? Ich guck dir einfach noch Helm an und... Dings, GIF, IGP. So viel wie deine Rüstung noch haben, hat meine verloren. Minecraft... Leather Boots 1. Oh, ich bin kurz mal auf Klo. Ja.
Ach, Darko. Sollst du den Stream ausmachen? Bin wieder da. Darko. Ja, glaube ich. Jetzt ist er auf einmal aus. Dein Name stand nämlich gerade da. Du weißt, dass ich das sehe, Darko. Ja, aber der, ich schwöre um alles. Ich schwöre sogar um mein Leben, dass ich den aus hatte. Die ganze Zeit. Dein Name stand gerade da. Bei der Zuschauerliste. Ja und? Da stehen auch Mods dabei, die nie da waren. Oder Keno, der auch schon 100 Jahre lang weg ist. Das kenne ich auch schon. Stimmt. Tatsache, Keno ist heute nicht da. Der ist aber online. Oh no. Gestern? Ne, streamt tatsächlich nicht. Bist du unsichtbar oder wo? Nö. Ich bin schon an meinem Platz. Hab die Gunst der Stunde genutzt. Fies. Aber bei 3,50 würde tatsächlich sagen, kannst auch die Gunst der Stunde nutzen. Ich würde ganz kurz Päuschen machen in Rohre. Da kannst du ganz in Ruhe dir deinen Platz suchen und ich bin gleich wieder da. So, Päusle rum. Letzte halbe Stunde für heute ist angebrochen. So. Also, wenn du fertig bist, von mir aus kann man loslegen. Trink zwar noch was, aber ja, du kannst. Ja, dann trinke ich auch noch schon Kaffee. Also ich habe jetzt auch gesagt, die letzte halbe Stunde ist jetzt angebrochen. Schneid das dann zusammen. Wir wollen ja dann noch die Base in die Luft jagen, also alles entscheidende Runde, würde ich sagen. Okay, wir können. Jo. Wenn du gut kombinieren kannst, weißt du, wo ich bin. Ist schon wieder dort zwischen den Bäumen. Ist ja langweilig. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Dann stell dich doch mal auf einen Baum. Da gibt's halt nicht mal so wirklich hohe Bäume. Kurz, der nervt. So. Du hast also gesagt, du bist wieder an der gleichen Stelle. Ich dich nicht sehen. Wo bist du? Hallo, ein. Oh, ich sehe dich nicht. Hast du mich nicht gehört? Vielleicht ein Nachteil, dass ich die Sounds ziemlich leise habe. Ich habe gerade eine Granate geworfen in deine Richtung. Wenn du wirklich dort sein solltest. Habe ich nicht gehört. Dann bist du definitiv auch nicht dort. Oder du ziehst jetzt einfach schlecht. Nö, die war direkt neben dem Berg, ist die hochgegangen. Schade, dass die Granaten keinen Blockschaden machen. Mit denen könnte man halt richtig geile Schützencreme ausheben. Für die nächste Runde. Nee, nur die Bazooka bzw. die Missile machen das. Dort, kannst du mir nicht erzählen. Du hättest 100 pro die Granate gehört oder gesehen, wie sie in die Luft fliegt.
Verarschst du mich etwa? Du bist ein Hund, ey. Darf ich das nicht? Ach, Darko. Ach, Eik. Wo bist denn du? Hier. Oh, ich habe eine Pause-Dings an. Ups. So. Jetzt nicht mehr. Scheiße. Wenn man ins Spiel wieder reintappt. Hast du mich gehört? Nein. Gut, ich habe mich gerade durchs Reintappen geschossen. Heißt aber, du bist echt weit weg. Ich höre gar nichts. Ja, dann bist du auch nicht dort, wo du gesagt hast. Also du bist dort. Ganz in der Nähe, ja. Glaube ich nicht. Ah, doch. Da flunkert jemand. Nee, nee. Ich heiße nicht Darko. Ich kann dir so viel sagen, ich sehe diesen Zauberhutturm. Zauberhutturm? Naja. Diesen Turm, den ich gebaut habe. Ach, den du gebaut hast? Ja. Ich dachte, du meintest meinen damit. Das ist ja Kanalisationsrohr. Zauberhut noch schöner, obwohl das überhaupt nicht passen würde, aber... Ja, es sieht halt wirklich aus wie von Harry Potter, da der sprechende Hut. Nur der kann mehr als dein Haus. Ey, bei meinem Haus kann man Fenster aufmachen. Und wieder zumachen und die sind halt schusssicher. Das ist ja das Gute. Hast du einen Schuss gehört? Nö. Nee. Wirklich nur? Nee. Ich habe nämlich aus Versehen eine rote Blume hinter lila Blättern abgeschossen, was wie ein Körper aussah. Okay. Aber nein, da ist mir eingefallen, was hast du Rotes an dir darum? Hä? Ja, genau. Nicht mal mein Skin hat irgendwas Rotes. Hab mir nachgedacht. Sah aber echt. Sah wirklich so aus. Hä? Rote Blume hinter lila? Ne, bei den lilanen Bäumen bin ich definitiv nicht. Kann ich dir versprechen. Die sind überall auf der Welt verteilt, Ike. Ich denke mal, du redest von den... Nein. Diese Hobbitutze. Diese ganz flachen Bäume. Ach, diese... Und dahinter ist halt eine rote Blume gewesen oder so. Müsste ich jetzt lügen, ne? Ich habe zwar welche bei mir, aber da verstecke ich mich nicht dahinter. Ja, und auf der ganzen Map sind sie nicht verteilt. Die sind rechts, links mittig, links unten und rechts unten teilweise mittig und bei dem kleinen Häuser sind welche. So ziemlich überall also. Tatsächlich ganz oben und rechts mittig und oben sind keine. Ja, aber die Chance, dass welche da sind, ist recht groß. Och Mann, ey. Kann doch nicht angehen, wie willst du? Ja, wo ist der Ike? Kleiner Tipp, wenn du dich verkennst, kommt es auf dasselbe drauf an wie bei der ersten Runde. Kommt dasselbe Ergebnis bei raus. Bist du dir da sicher? Ziemlich. Du weißt, dass es ganz viele Camper-Möglichkeiten hier gibt. Ja, du hast die Map Darko-freundlich gemacht. Ja, leider. Das war vielleicht der Fehler. Aber ich weiß, wie ich ganz schnell gewinne. Slash kill. Ja, du würdest die ganz schnell gewinnen. Vor allem, ich könnte dir das OP wegnehmen, du würdest das Gordy mitkriegen. Ich gehe schnell in Krea, flieg hoch und dann schieße ich mit Rocket Launcher ab. Ich habe halt immer noch meine Granados. Boah, ich habe keine mehr. Ich habe die letzte in deine Fake-Richtung geworfen gehabt, tatsächlich. Ich frage mich gerade, ob du das gehört hast.
Ne, weil ich gerade meine Hände trocken gemacht habe. Ja, davor. Hab ich mit Granaten geworfen? Nö. Ich habe ja auch noch die Musik im Hintergrund bei mir. Oh, das wäre so lustig, wenn wir uns gefühlt auf demselben Block nur in anderen Höhenpositionen gerade bewegen. Ja, gut. Dann müsste einer auf Bäumen und der andere unterm Baum sein. Ja, oder einer auf Grashöhe und der andere unten im Bunker. Ja, welchen der gefielen Bunker? Ja, deswegen. Es gibt, da ist ein Waschbär. Es gibt 1, 2, 3. Warte, ich muss die Minimap öffnen. Ganz kurz safe hinstellen. So. 1, 2, 3. Der ist halt überirdisch, aber trotzdem mit Grünzeug belegt. Sind 4. Es gibt nur 4 Bunker tatsächlich. Nur 4 auf 15x50 Blöcken. Das ist nicht gerade wenig, Alk. Nee. Das ist 5 bei 5. Bei dem ersten 50x50 ist ein Bunker. 2. Ja, wie groß ist die Map denn? 150x150. Ah, okay. Das geht eigentlich, wenn man es so nimmt, jetzt muss ich ganz nochmal gucken. 1, 2 auf 150x100. Okay, wenn man jetzt den überirdischen Bunker, den ich da aus Holz gebaut habe, mit dem, wo ich meine, das sieht schon aus wie ein Bunker, wo du meintest, den aus Stein, wenn wir den weglassen, ist es auf 100 mal 100. 3 Bunker dann. Okay. Und das geht eigentlich noch. Na gut, aber es ist trotzdem für eine normale Map recht viele Bunker. Glaube ich jedenfalls. Würde ich sagen. Würde ich nicht behaupten. Guck mal, die 150, das sind ja, wenn man so einen Meter. Wenn du da mal zum Beispiel Generals and Heroes nimmst, da hast du auf der gleichen Höhe mehr Bunker. Viel, viel mehr. Echt? Ja. Ich habe bei Heroes and Generals noch nie einen Bunker gesehen. Bei den Städten gibt es immer irgendwo einen Bunker. Auf jeden Fall. Na gut, die Städte, die habe ich nie aktiv gespielt. Da waren wir auch schon sehr oft in den Städten. Ja klar, aber nachdem du dieses Problem halt hattest und nie wieder gespielt hast, habe ich diese Map halt auch nicht so gemocht. Vor allem, ich habe es immer noch installiert. Ich mache immer noch die Updates, wenn ich Epic starte. Aber ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Die Lust ist komplett weg. Da spiele ich lieber was anderes. Aber okay, beim Holzbunker, da bist du auch nicht. Die Scheiben sind alle zu. Gut zu wissen. Warum sollte ich die Scheiben da aufmachen? Weil du nicht durchschießen kannst. Und du müsstest die aufmachen zum Schießen. Hast du es getestet? Ja. Glaube ich irgendwie nicht. Ich werde jetzt nicht drauf schießen. Ach, warum denn nicht? Ja, Position verraten oder was? Ja, ne. Nee. Alter, hör mal auf, lade nach. Eineinhalb Herzen. Ah ja. Woher? Dieses Stück. Woher? Wie woher? Woher wusstest du das? Keine Ahnung, woher. Ich bin hier, also mein Laufweg war, ich habe in der Burg gestartet. Das wollte ich einmal irgendwann machen. Mhm. Und dann habe ich erstens in die Richtung geschossen, habe ich erstmal 5 Minuten lang. Habe ich erstmal 5 Minuten lang
dahin gestarrt, hab gehofft, dass du denkst, durch mein ganzes Gelaber und so weiter, dass TP I zu Neisaken oder ich zu dir? Was zuerst? Du zu mir, also dein Name und dann mein Name. Das heißt immer TP Dago zu Ike. Ah. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht. Ich bin dann zum dunklen Wald da hinten hingekrochen und durch den Bunker da unten bin ich dann irgendwo da hinten bei dem rausgekommen, hab dem abgecheckt und weil du so viel vom Bunkern geredet hast, habe ich jeden Bunker abgecheckt. Und dann standest du da. Eins. Du hast nur zwei Erweiterungen draufgeschmissen bei deinen Waffen? Nee. Die vollen vier. Nee, das habe ich gerade abgebaut, deswegen sehe ich ja deine Waffe. Nee, die Shotgun hat nur den Tactical Stock. Und die Machine Pistol hat das. Ach nee, warte mal, die Machine Pistol ist ja meine. Ich habe die Rifle. Das müsste dann die hier sein. Eins, die zwei, hat drei. Ein mittleres Scope oder ein großes Scope? Ein Long Scope. So wie bei mir. Und eine Halterung halt. Nur ist wie bei mir komplett. Arm. Ja, okay. Deine Hose. Oh! Ja, deine Hose. Die darfst du wieder haben. Und du kriegst meinen Helm dafür und meine Schuhe. Den Rest behalte ich. Oh, und Headshot. Bleib mal stehen. Ich will jetzt wissen, was die macht. Das ist eine Blendgranate. Ich hab ein Piepen im Ohr. Mal nochmal. Ja, macht nur ein Piepen, wow. Wow. Obwohl, hätte ich machen müssen. Ich hätte da einfach mal eine Blendgranate reinwerfen sollen. Ich glaube, das ist doch schon irritiert, dieser Ton. Boah. War aber geil, so ein Battle. Das müssen wir mit Justin spielen. Da würde ich nur noch verlieren. Nee, aber da war halt ein Bunker. Der Bunker. Wir haben schon mal mit Justin in Battle gespielt und der hat Zauchhaus gewonnen. Da ist ein Bunker und hier ist ein Bunker. So, und die Feuer grenzen halt immer 50 Blöcke ab. Das ist auf 100 mal 100 sind es wirklich drei Bunker. Okay, hier, den vierten, den hier drinnen, den habe ich mal nicht mitgezählt. Komm mal mit, Ike. Durch die beiden Augen halt die ganze Zeit geschaut und da habe ich dich nirgendwo gesehen. Und dann bin ich halt runtergegangen. Trotz dass ich die ganze Zeit meine Tastatur betätigt habe. Ich habe mir auch, also Tastatur hat mich extrem abgelenkt. Da bin ich ja durch und wollte erstmal hier unten rein, weil ich dachte, da wäre der Eingang. Da war ich dann falsch. Ne, pass mal auf, und hier drüben kannst du nämlich hoch dann. Hätte ich nie im Leben. Vor allem, ich kann das nicht machen. Und von hier oben, wo ich jetzt stehe, habe ich dich durch die. Warte, ich TP. TP. Warte, ich bin da. Okay. Und von hier oben habe ich dich durch die Leaves abgeknallt, wo du down gegangen bist. Und ich habe dich nur ganz kurz gesehen. Tatsächlich. Danach warst du weg. Ich habe immer nur hier unten auf die Waldgrenze hier unten hingeschaut. Hier. Ja, vor allem. Ja, da bin ich halt hier hinten hingegangen und hier unten. Hier hätte man sich auch richtig geil hinstellen können. Man hätte den Holzturm im Blick gehabt, die Bäume und man hätte sich ganz schnell hinter den Wasserrädern verstecken können. Wo bist du? Hier bei einer Wasserräder. Das habe ich am Anfang getestet, wie lange ich hier theoretisch drin bleiben kann. Also, und dann kann man hier auch runter. Man kann ja auch runter den Wasserräder durchschwimmen. Ist schon geil, also das könnte man tatsächlich öfters mal machen. So. So, Slash Home. Jeder hat ja seine Base. Ich jag meine jetzt in die Luft. Ich hab Bock drauf. So. Einzige, was mir gerade noch. Oder was mich verwundert hat, ist, warum hast du keine Shotgun genommen? Ich hätte schwören können, dass du immer eine Shotgun wählst, weil du die so cool findest. Naja, ja schon, aber dann müsste die wie bei mir Erweiterung drauf haben. Darf ich die Ehre haben? Nö, mein, du hast deine eigene. Deine hat mir mehr Schmerz verursacht. Dago.
Du hast deine eigene. Deine ist unterirdisch genauso groß. Wir können uns gegenseitig die Sterne zerstören. Ike? Was? Komm mal her. Ich hab's gerade gesehen. Hä? Hast du die jetzt zerstört? Nein, ich schieß zu meinem tatsächlich. Aber ich hab die noch bei deinem Windrad gesehen, ey. Geil, geil. Eigentlich habe ich gar kein Recht, meine Base kaputt zu machen. Es ist nicht meine Base. Es ist deine. Ich habe sie ja für dich gebaut. Oh, Fanti, wo bist du? Immer noch bei dir da unten, würde ich sagen. Alter, da ist das bei mir noch nie leckt hier. Durch die ganzen Items. Zwei Schüsse. Drei Schüsse. Deine komischen. Jetzt fängt es an zu lecken bei mir. Aber die ganzen Kisten sind im Arsch. Oh, geil. Ready for server? Holy shit, nö. Ah, ne. Coco Fanti. Oh, mein Affen ist schon wieder raus. Du Drecksmod, du fliegst jetzt echt in die Luft. Welche Drecksmod? Der Dingsbums. Great. Och, ich finde die geil. Das habe ich ja schon mal gesagt. Die du die geil ist findest, besser als ich nicht. Und die ist nein, besser, die ist nicht besser. Die ist besser als Immersive. Nee, nee. Doch. Bei Weitem ist die besser als Immersive. Nie im Leben. Doch. Wenn du gesagt hättest, war besser als Gregtech, hätte ich schon mit dir angefangen zu diskutieren, aber. Die ist auch besser als Gregtech. Macht das eigentlich auch Obsidian kaputt? Leute, die Schildkröten haben gerade den Elefanten gekillt. Irgendwas gerade ganz weit weggeflogen. Ich glaube, das war das Drachenei. Hä? LOL! In meinen Amboss sind Items reingeflogen, die gerade zusammengecraftet wurden. Wie geht denn das? Hey, vor allem, warum werden die in deinem Amboss zusammengecraftet? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade voll das Zusammencrafte-Geräusch gehabt. Mäh. Da war die Villager broke. Mäh. Geil. Wupp. Das episch, ey. Aber damit endet TWD. Okay, nee, den Schattenbaum, den darfst du in die Luft jagen. Bloppen die Köpfe auf? Tatsache. Okay, da kollegt TNT. Ich flieg mal wieder ganz weit weg. Das, mit TNT übertreibst du mal gerne. Nein! Ups! Ups! Der Schuss hat sich aus Versehen gelöst durch den Husten. Ich muss ganz kurz raus haben, Justin will irgendwas. Kann morgen erst ab 18 Uhr. Aha. Wow. Beschreibt im Moment des Streams. Oh Gott. Da ist noch ein Villager. Müsste doch mal ein Villager sein. Nee, drei. Nee, zwei sind sogar noch bei den Fressfeldern unten drin.
die sich nie fortgepflanzt haben, komischerweise. Was ich komisch finde, ist, dass deine Minigon, wo bist denn du, Mini? Alles weg. Doch. Alles in die Luft gejagt. Nö. Verklicke gerade deine Fahrzeuge. So. Und dein Fahrzeug. Och, die Tiere sind mir gerade kackegal. Der hält so viel aus. Die Schildkröten, die Schnappschildkröten haben den Instant Down gekriegt. Also am besten fand ich von dem ganzen Projekt das Ende mit der Rakete in meinem Windsegel. Das sah auch geil aus. Ich will überleben Hühner das. Frage. Jetzt. Das hält ein bisschen was aus, das hat eine Netherite-Rüstung an. Ja, das gibt's. Ja, durch eine Mod. Ach scheiße, die ist. Ich hab ein volles Inventar. So, Schätzung abgeben, wie viel habe ich in meinem Inventar? 933 Items. Darko? Ja? Nach den nächsten 5 Updates von diesem Modpack spielen wir es nochmal. Bitte mach nie wieder Mod-Updates. Da werden noch einige Updates kommen. Oh je. Yeah. Ich komm gleich wieder. So, dann war's das ab jetzt mit TBD. Ab nächste Woche gibt's ein neues Modpack.